immer noch behalten. Noch ein improvisierter Sender. Wenn ich seine Daten will, muss ich seiner Flugbahn folgen. Das Signal wird schwächer. Ich muss zurück zur Flugbahn. Lillian Barnett, Aufklärungstrupp 21 West. Wir haben das Flüchtlingszentrum bei Capitol Records passiert. Wenn man kampfbereit war, war es natürlich mehr eine Einberufungsstelle. Familien wurden auseinandergerissen. Spielt keine Rolle mehr. Das Gebäude ist jetzt eine Ruine, vom Schwarm vernichtet. Nicht als würde das USRC das jemals öffentlich machen. Kommt zu weit von der Flugbahn ab. Pascha hat immer gesagt, er würde in den Studios einen Riesenhit aufnehmen. Den Posten als Holocam-Operator bei LAHB2 wäre nur ein momentaner Halt auf seinem Weg zum Rockstar. Er hätte seine letzten Tage mit der Gitarre verbringen sollen. Nicht bei der Operation Enduring Bullshit. Ich bin nah bei einem Signal. Das sollte ich mal überprüfen.
tolles Ding. Eine weitere beschädigte Aufnahme auf diesem Sender. Wenn ich der Flugbahn folge, sollte sie repariert werden. Wenn ich vom Kurs abkomme, verliere ich die Spur. So oder so, ich sorge dafür, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Sie war zu allem entschlossen. Was ist dann passiert?
ist eine beschädigte Aufnahme zusammen mit einer Flugbahn. Die Route beginnt in der Luft in der Nähe. Ein Stück Land, das wir bis aufs Blut verteidigen. Jede Menge Verluste, jedenfalls mehr als berichtet. Hier läuft die Zeit davon. Nach dem Pangea-Park wird L.A. fallen. Und was alles noch erschwert? Ich fühle mich in der Basis beobachtet, verfolgt, verdächtigt. Sobald ich zurück bin, muss ich veröffentlichen, was ich habe. Der Welt ist bereits da. Die Pharaoh-Plage kam immer näher. Ha! Ich empfange ein weiteres Signal. Offenbar gibt es noch eine Aufnahme zu finden. Eine heftige Nacht. Als ich die Basis erreichte, wurde ich geschnappt. Dann hielt mir eine Lampe ins Gesicht. Ein paar wütende alte Männer. Sie wussten, was ich vorgehabt hatte. Meine lokalen Laufwerke wurden zerstört, aber meine Pickups haben sie nicht gefunden.
Lockdown hatte bereits begonnen. Ihre Zeit war so gut wie abgelaufen. Also setzten sie ihr allerletztes Mittel ein. Eine Wissenschaftlerin namens Elizabeth Sobeck. Sie sah müde aus. Aber sie sprach die Wahrheit. Keinen geschönten Bullshit. Und ich hatte recht. Wir werden alle sterben. Aber es gibt eine Zukunft. Die Hoffnung, dass nicht alles umsonst war. Wenn Zero Dawn Erfolg hat. Wenn Enduring Victory Sobeck genug Zeit verschafft. Hier bin ich. Steuere ein Bird hinter die Front. Ich kann nicht alle Backups löschen, aber ich kann verhindern, dass sie gesendet werden. Selbstmordmission für die Sache. Wenn Pascha mich jetzt sehen könnte. Die Männer und Frauen da draußen werden nie erfahren, für was sie wirklich kämpfen. Doch die Wahrheit ist, wir kämpfen für die Zukunft. Auch wenn es nicht unsere Zukunft ist. Dann bis bald, Pascha. Elizabeth gab ihr Hoffnung. Und deshalb hat sie Zero Dawns Geheimnis bewahrt. Enduring Victory hielt bis zum Ende zusammen. Ha, ich empfange ein weiteres Signal. Offenbar gibt es noch eine Aufnahme zu finden.